Ein wunderschönen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SCS Software / Euro Truck Simulator. Folge 149. Hier auf diesem Let's Play Kanal. So. Haben einfach eine Golfanlage auf ihrem Dach. Lol. Fertig zum Losfahren. Ihr habt doch geblinkt. Da kommt er ja angerast. Biege nach rechts ab. Ich glaube, wir sind in Deutschland. Also diese typischen Auf- und Abfahrten, die gibt es nur in Deutschland. Ah, okay, noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, das ist genauso diese Auffahrten und Abfahrten. Die hast du in Deutschland, also auf der klassisch, auf der Core-Map. Könnte sogar sein, dass das noch Teil der Core-Map ist hier unten. Hast du das halt überall. Aber was ist mit dem hier los? Wieso fährt der jetzt hier 85? Ich wundere mich schon, warum es so ruhig ist hier. Das Auto vor uns, das hat geblinkt, Alter. Hat der seinen Blinker am Nummernschild oder was? Ja, super tief. Ach stimmt, wir müssen auch noch tanken bald mal. Wobei jetzt hier in der Core-Map die Preise natürlich wieder schon hoch sind, ne? Irgendwie zwei, also über 2 Euro, glaube ich.
Obwohl hier der Asphalt, wenn man ganz unten links guckt, dieser extrem schwarzen, dieser extrem, dieses schwarz-weiß Funkeln da, obwohl das ja relativ viele Videodetails sind, geht mein CPU nicht wirklich hoch dabei. Aber ja, wenn man jetzt unten links guckt, sieht man ja auch, dass da relativ viele Details drin sind, also dass sich halt das Bild relativ häufig ändert, mit diesem Rauschmuster da. Von daher war zwar der Kontrast höher, aber der Aufwand war wahrscheinlich gleich hoch. Oder zumindest so marginal, dass ich das beim CPU-Ausschlag nicht wirklich sehe. Weil meine CPU ist gerade bei gechillten 20%. Immer geradeaus. Der geht's noch voll gut und so. Komisches Lied. Wow. Das nennt man Depp in der Brunnenwelle, ey, boy. Nimm die Ausfahrt links. Das für ein Zeichen. Hab ich gebremst, ich wollte auf W drücken.
Der ist jetzt Third-Person, fahre ich besser als der Flexibus-Fahrer. Ja, auf jeden Fall nach der nächsten Ruhephase haben wir dann auf jeden Fall eine Nachtfahrt. Weil das Bett ist jetzt schon wieder halb gefüllt und es ist gerade mal 9 Uhr. Also. Linkshalten und dann bleiben Sie immer geradeaus.
Spätestens 11, naja, spätestens 13, 14 Uhr werden wir wahrscheinlich schon ins Bett gehen müssen. Das heißt, wir werden dann aufwachen, wenn es gerade erst dunkel geworden ist. Wahrscheinlich so grob. Auf jeden Fall vor 0 Uhr, wenn wir aufwachen. Und dementsprechend, naja, Stücke lang in der Dunkelheit fahren dürfen. Maus hier, Alter, wie pennt mir gerade mein Arm ein. So. Wow. Der war gut. Vor der Baustelle ja zum Runterbremsen auf S gedrückt und wollte dann, weil ich dann etwas später gemerkt habe, dass es zu langsam war, wieder beschleunigen und dachte aber, mein Finger war schon auf der W-Taste und hab dann einfach die Bremse gedrückt. Das war leider noch die S-Taste. Dabei mal stand ich. Dumm gelaufen.
nur 3 Stunden. Immer geradeaus. Bei der nächsten Raststätte werden wir dann auf jeden Fall auch mal tanken, ne? Weil unser Tank sieht schon ganz schön leer aus. Zwei Pfeile geradeaus nach das da. Ist doch nur eine Spur. Hab dich bei dem Schild, wo wir gerade eben schon durchgefahren sind, schon gewundert. Weil bei dem Schild, wo wir gerade unten drunter durchgefahren sind, war der Pfeil geradeaus und der Pfeil war geradeaus und nach rechts abbiegend. Aber die Spur geht komplett weg. Die Schilder hier sind falsch. Lol. Verrückt. Oder die meinen, weil auf der Spur hier zwei Motorräder nebeneinander passen. Vielleicht deswegen. Jetzt sind wir da vorne schon wieder. Die linke Spur geht geradeaus und die rechte geht geradeaus und rechts ab. Obwohl es wieder genauso die gleiche Stelle ist, wo die rechte Spur komplett. Wobei, nee, halt bei der Straße. Weiß ich gerade gar nicht. Glaube doch. Wobei, nee, hier geht es wirklich geradeaus weiter. Also hier sind die Schilder richtig. Genau, jetzt da vorne hast du noch eine dritte Spur. Vor 11, weiß nicht mehr. Es ist auch schon wieder falsch gewesen. Das Schild gerade eben war auch schon wieder falsch. Oh Leute, was ist denn los mit euch? Diese Deutschland-Map muss echt komplett umgekrempelt werden. Also die Core-Map. Ist ja nicht nur Deutschland, sondern Deutschland und ein paar umliegende Gebiete. Aber halt hauptsächlich Deutschland und Großbritannien. Und die müssen. Die gesamte Autobahnstruktur muss komplett überarbeitet werden. Die Schilder machen teils keinen Sinn. Oder ich verstehe da was falsch. Kann auch sein. Ich bin ja schließlich kein ausgebildeter Autofahrer. Ich habe aber nicht meinen Führerschein. Ha. Mhm.
So. Dann soll das mit dieser Folge an der Stelle gewesen sein. Der Rastplatz kam gerade sehr gelegen. Deswegen werden wir uns jetzt auch erstmal hinlegen. Bis dann.